Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities in Motion. Ich weiß nicht, ob das meine letzte Aufnahme sein wird oder sonst irgendwas. Leute, wir müssen hier ran. Kein Fahrzeug darf älter als ein Jahr sein. Das würde ja bedeuten, dass ich alle meine Fahrzeuge rausschmeißen muss, weil, wenn ich jetzt mal hier reingucke, die Busse sind alle älter als ein Jahr und die habe ich gerade eben erst neu gekauft. Die ganzen Straßenbahnen sind älter als ein Jahr. Alle. Die ganzen U-Bahnen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde nämlich jetzt was ausprobieren. Und zwar, ich versuche es mal wieder zu cheaten. Es wird jetzt aber sehr aufwendig. Also, ich speichere mal gerade unter Backup. Und ich werde jetzt alle Fahrzeuge verkaufen. Alles. Wirklich alles. Jetzt wird gleich unser Konto hier oben wird wirklich an den Arsch gehen. Das heißt, ich warte gerade noch bis Monatsende, dass wir dafür so viel Geld wie möglich haben, weil jetzt gleich wird kein Fahrzeug mehr fahren. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Das heißt, ich lasse jetzt noch bis zum 30. oder 31. Was hat denn der Mai? Januar, Februar, März, April, Mai, 31. Laufen. Ich lasse aber nur bis 30 laufen, falls ich mich jetzt vertan habe. Und, warte mal gerade. Schnauze. So. Und zwar hören wir genau jetzt auf. So, damit haben wir 18.000. Und jetzt geht der ganze Spaß hier los. Pass auf. So. Tschüss. Die ganzen Linien gehen jetzt auch offline. So, keine Ahnung, warum er das unbedingt von mir will. Okay. So, das waren die ganzen Straßenbahnen. Das waren die ganzen U-Bahnen. Das waren die ganzen Schiffe. Und diese Busse noch. Und damit sollte ich eigentlich keine Fahrzeuge mehr haben. So, und jetzt kaufe ich nämlich für diese Linie hier einen neuen Bus. Mir ist es eigentlich auch noch wumms egal, was da fährt. Siehst du, und damit ist ein einziges Fahrzeug älter als ein Jahr. Egal. Ich glaube, er mochte uns. Ich hoffe auf eine hübsche Geschichte, denn er kann manchmal etwas fies sein. Aber wie könnte er angesichts unserer schönen neuen Fahrzeugflotte so schon einen Negativartikel schreiben? Darauf habe ich gewartet. Erdbebenprovision. Ich habe neulich mit einer Expertin für Erdbebenprävention gesprochen. Sie schlug vor, dass wir uns auf Bussen Geräte zu überwachen, seismische Aktivität installieren. Was halten Sie davon? Wir würden ein paar Linien mehr benötigen, um diese Aktivität in den gefährlichsten Zonen zu messen. Ansonsten aber würden Sie dies nicht auf unsere auswirken. Bauen Sie drei Linien mit Haltestellen bei... drei Linien. Du willst mich verarschen, oder? Also langsam wird es echt ein bisschen blöd. Egal, pass auf, jetzt machen wir erstmal die Linie wieder auf. Was bleibt mir denn jetzt anderes übrig? Und zwar baller ich jetzt einfach in alle wieder irgendwie Busse und Fahrzeuge rein und dann müssen die sich selbst sortieren, weil bis ich das jetzt wieder einsortiert habe. So, damit können wir die wieder aufmachen. Das wird hart. Die U-Bahn mache ich selber. Die Straßenbahnen können mich eigentlich mal. So, welche Linie ist das hier unten? Die kriegt drei Fahrzeuge. Ne, zwei Fahrzeuge. Diese bekommt so viele Fahrzeuge. Ich habe keine Ahnung, wie man das normalerweise finanzieren soll. Keine Ahnung. So, diese Linie bekommt zwei Fahrzeuge. Diese Linie bekommt mehrere. Weil, wie soll ich es denn jetzt anders machen, weißt du? Oh Gott, das ist die ganz lange, Alter. So, und zack, sind wir im ganz großen Minus. Achso, das ist eine leere Linie. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt die U-Bahn noch reinbekommen soll. Wenn ich wirklich überall neue Fahrzeuge kaufe.
Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Jetzt muss ich nämlich erstmal alles wieder anlaufen. Achso, okay. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, weil jetzt wird sehr wahrscheinlich unser Geld sowas von in die Hose gehen. Wenn überhaupt noch irgendwas funktioniert. Weil die gesamte U-Bahn ist jetzt ohne Fahrzeuge. Deswegen finde ich diese Modernisierung-Idee, das muss jünger als ein Jahr sein, finde ich ziemlich scheiße. Ja, wie soll ich denn... Entschuldigung, es bringt ja nichts. Ich komme jetzt nicht weiter. Tut mir leid, Leute. Ich musste jetzt gerade wieder das Geld herstellen. Sonst wird das hier nichts. Es ist leider so. Ich muss jetzt auch die Fahrzeuge hier schnell wieder reinsetzen. Nur, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Ganz ehrlich, ich habe jetzt... Ich habe alle Fahrzeuge verkauft und alles wiederhergestellt. Wie soll das denn funktionieren mit dieser Mission? Ich verstehe das nicht, wie das nachher funktionieren soll. Das ist echt, das ist mir ein Rätsel. Das kann auch eigentlich nicht funktionieren. Weil wie man sieht, überall sind jetzt die Leute unzufrieden. Und die U-Bahn, mein Hauptgeldeinnehmer, den kriege ich gar nicht betrieben. Deswegen, nehmt es mir bitte nicht böse, im nächsten Spiel wird alles besser. So, komm schon. Schneller! So, und da kommt nämlich auch schon ein Fahrzeug. Meine Fresse. Naja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als es so zu machen. Gott, die Straßenbahnen sind alle neu, Alter. So, jetzt müsste aber langsam wieder eine zurückkommen, oder? Ah, eine geht noch rein. Guck erst mal an hier. Scheinbar sehr beliebt die Stelle hier. Warum denn das? Achso, wir sind hier im Bankenviertel. Kein Wunder, dass hier viel los ist. Naja. Alter, wie ich sowas hasse, ey. Aber wir konnten es jetzt nicht anders machen. Deswegen ist es jetzt so. Hier müssen ja auch zwei Fahrzeuge drauf. Sonst laufen die mir hier auch bei Kott. Aber egal, wir haben es ja. Komm schon, fahr durch die Pier. So clever sind sie, fahren außen rum. Haltestelle Lombard Street, ich sehe es schon, ey. Zum Kotzen. Wie ich das jetzt alles wieder ans Laufen gebracht habe. So, da ist doch ein Bus, so Genius. Wie der da runterfährt, ey. Okay, naja, es läuft ja jetzt. So, rentabelstes Fahrzeug. U-Bahn 13. Linie 2? Fährt da gar keiner drauf? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall Kundenbewertung neutral. Was? Wie ist jetzt? Guck dir das mal an. Wird aber wieder mehr. Tatsache. Ist eigentlich ganz cool. So, okay. Wir haben scheinbar alles wieder so einigermaßen ans Laufen gebracht. Außer die Buslinie hier. Die sind immer noch sehr unzufrieden. Und das ist nicht gut. So, anderes bleibt mir nicht übrig. Ja,
Was anderes als mehr Fahrzeuge bleibt mir nicht übrig. Wie viele passen denn hier rein? 44? 47. Siehst du mal. 41. Ja, der MAN ist schon ein guter Bus. Ein Wassertaxi, also eine Panne, Alter. Willst du mich verarschen? Naja. Okay, dann baue ich jetzt mal gerade die Verbindung zwischen hier und hier unten. Und da. Was haben wir denn? Ich würde es ja schon gerne machen. Problem ist nur, ich würde gerne Obusleitung bauen. Problem ist halt nur, guck mal, hier sind zwei Straßenbahnen dazwischen. Und das Problem ist, wenn ich zeige euch das einfach mal, wenn ich hier eine Straße, eine Linie baue, die verbinden sich so, obwohl sie es nicht sollen. Das ist, weil das das gleiche Prinzip ist sozusagen, nur eine andere Textur. Ich werde das jetzt trotzdem machen. Das heißt, in diesen Regionen hier wird es keine Verbindung geben. Also, ich baue jetzt eine Obusspur. Und zwar hier kann ich halt nicht bauen, weil schon gebaut ist. Das heißt, ich werde hier irgendwo wenden. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ich habe noch nie eine Obusbahn gebaut und deswegen speichere ich auch jetzt nochmal. Okay, so, speichern. Das Spiel fortsetzen. Und wie man jetzt sieht, ich baue hier rein und hier direkt wieder raus. Keine Ahnung, wie gut das nachher funktionieren wird. Aber es sieht schon cool aus. Muss man ja schon sagen. Okay, dann bauen wir uns einmal... Ach komm. Komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dann haben wir hier die Verbindung. Auch mit der U-Bahn. Okay, hier quer. Hier quer. So. Nach hier. Und ich möchte hier unbedingt... Nee, wünsche ich nicht. Okay, pass auf. Wir bauen jetzt einfach hier runter. Kriege ich jetzt das hier mit? Nö. Ich bin auch bockdämlich manchmal, echt. Müssen wir jetzt einfach anfangen zu tricksen? Na, müssen wir nicht. Doch, müssen wir wohl. Das ist auch typisch. Das ist typisch Omsi, dass das geht. GTA Cities in Motion. Ich sag schon Omsi. Also, wenn ihr wisst, was ich jetzt meine, man kann hier so neben der Spur bauen. Theoretisch. Wenn man das will. Aber geht natürlich nicht. Hier muss ich jetzt irgendwie die Dinge hinbekommen, aber Problem ist, hier sind Straßenbahngleise. Kann ich hier... Nee, da kommt man gar nicht raus, ne? Ja. Wenn ich aber die Station hier runterziehe... So beeinträchtigen die sich hier schon mal nicht. Aber wenn ich hier dann die Dinge in die Station hinsetze, möchten sie, wenn wir Glück haben, sich... dort oben schneiden. Aber ich möchte unbedingt eine Obusstrecke haben, deswegen... Nee. Lasse mich bauen. Nee. So, hier natürlich durch die Nebenstraße, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Sonst sieht das halt so kacke aus. Ist egal. Und einfach nach... ich muss einmal nochmal kreuzen. Und zwar werde ich die hier durchziehen. Ja, wie gesagt, ich versuche das mit dem Kreuzen zu meiden, aber manchmal geht es, geht es halt nicht immer. Und hier drinnen drehen wir dann. Dann haben wir auch das alles abgedeckt und jetzt brauchen wir spezielle Obus-Haltestellen. Auch bekannt als Straßenbahn-Haltestellen. Ja, ist leider so. Ich könnte, glaube ich, auch Straßenbahn-Haltestellen hier dran bauen. Ich weiß aber nicht, ob die akzeptiert werden von dem Dingens. Das müsste ich ausprobieren. Obus! Ja, werden sie, siehste. Das würde theoretisch, siehste, ich kann auch auf den Straßenbahnspuren fahren. Es ist halt eigentlich, es ist eine Straßenbahn sozusagen, nur halt, man hat keine neuen Dinge hinzugefügt, sondern ja. Ich hoffe, ihr wisst, wie das funktioniert. Das ist, deswegen sind die auch alle rot, genauso wie die Hochbahn. Das ist alles das Gleiche eigentlich. Nur halt anders genannt und nicht verfügbar in anderen Maps, aber ich habe es durch einen Mod freigeschaltet und deswegen ist das so ein bisschen komisch. Aber es funktioniert alles. Deswegen don't worry. Be happy. Okay, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier ein paar Stationen hingeknallt kriegen.
auch, dass wir die nötigen Ziele, fick dich, angesprochen kriegen. Ich weiß nicht, ob der genug Radius hat. Warte mal, ich halte das mal so. Oh, ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Ja, ist jetzt so. Schätzelein, das ist so. Können wir nichts dran machen. Was? Da können wir nichts dran machen? Nein, Carmen, da können wir nichts dran machen. Aber Robert! Robert! Entschuldigung. Nein, es reicht nicht. Was für eine riesengroße Scheiße. Reicht es hier? Nein. Nein, tut es nicht. Das ist gar nicht toll. Scheiße. Wir machen es folgendermaßen. Und zwar werde ich dieses Straßenbahngleis hier langlegen. Und diese beiden Stationen hier rausreißen und kurz warten, bis die weg ist, damit die nämlich umlegen können. Und dann reißen wir diese Straße hier komplett raus. Die Straßenbahn. Und das wird jetzt die O-Bahn übernehmen. Und ich guck mal gerade, ob ich hier nicht wirklich irgendwo noch eine reingequetscht kriege. Aber es sieht nicht gut aus. Nein, bekomme ich nicht. Okay, dafür darf aber jetzt die O-Bahn hier hochfahren. Ah, das Geräusch ist einfach nur geil. Kaputt. So, lassen wir die nämlich gerade hier einmal rumrum.